So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Mario Kart Tour mit Anubis wieder zusammen, wie jeden Sonntag. Jo, was geht? Anders kennen wir es ja gar nicht mehr. Welches der ein oder andere denkt, die Kamera steht komisch, ja, ist auch so. Ich habe ein bisschen das Setup umgebaut und die Facecam ist jetzt ein bisschen woanders hin platziert, deswegen könnte es sein, dass es heute sehr komische Facecam gibt, aber ist auch mal was Neues dann. Ja, Veränderung kann ja nicht schlecht sein, ne? Ja. Wir mal sehen, wie es so ankommt. Ich meine, ich finde es auch immer gut, mal ein bisschen zu verändern. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen den Ton runtergelegt. Ich glaube, der war ein bisschen zu laut. Ich habe ein bisschen damit übersteuert. Aber ist egal. Aber danke, Steinblock. So, was ich noch gar nicht gesagt habe, wir spielen übrigens heute mit 3 Items wieder. Also ganz normale Standard-Items. Man muss halt Glück haben, dass man diesen Charakter besitzt. Das andere Pay-to-Win-Feeling. Ja, shit. Bin mitten da rein. Aber egal. Passt schon. So, ich hole mir wieder meinen Windschatten ab. Bringt dir nur nichts. Ehre. Irgendwie bin ich hier gerade nicht durchgekommen. Ich habe mich auch gerade noch ein bisschen zu sehr auf was anderes konzentriert. Ich bin 7. Alter. Egal. Ich habe mich jetzt nochmal kurz zu sehr auf was anderes fokussiert wegen der Lautstärke und sowas. Aber es sollte jetzt hoffentlich passen. So. Ja. Gut, 2 Sterne. Bringt nichts. Wozu man aber noch was anderes sagen muss. Mario Kart Tour hat ein Update bekommen. Ich finde es sogar ein relativ großes Update, meiner Meinung nach. War nur 41 MB. Ja, bei gut. Mir. Ja, bei mir zwar auch, aber meiner Meinung nach ist es trotzdem schon ein großes Update, zumindest einen großen Schritt gemacht haben. Denn ja. Wer jetzt ein Einzelspieler geht, der kann alles spielen. Also brauchst du, wenn wir sagen jetzt, ihr spielt zusammen, wie wir zwei jetzt halt immer. Und ihr habt halt die Cups noch nicht fertig gemacht. Und wollt noch die ganzen Sterne formen und so, braucht ihr nicht den Cup, also nicht die erste Strecke zu machen zum Beispiel, wo ihr sowieso schon alle 3 Sterne oder alle 5 Sterne habt, sondern ihr könnt gleich zu der Strecke gehen, wo ihr eben diese Sterne noch nicht habt. Also ihr könnt jetzt alles auswählen, auch die Minispiele gleich frei verfügbar auswählen. Das ist ein, finde ich, sehr guter Schritt oder sehr gutes Update dabei mit. Das ist vor allen Dingen eine große Veränderung, ne? Genau. Bei dem Shop wird einem auch angezeigt mittlerweile, wie oft man ein gewisses Item hat. Oh, den Feuerdingern, da bin ich ausgewichen wie ein junger Gott, auf Ehre. Ja, da kommt ein Starry, das ist auch nicht für mich interessiert. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise geht er mal auf dich. Wo bist du? Fast direkt hinter dir. Fast, aber nur. Ja. Ich werde gerade wieder ein bisschen zurückgehauen. Hier. Alter, warum lecken das jetzt gerade so? Keine Ahnung. Hier liegt es nicht. Ich weiß nicht, gefühlt leckt das gerade irgendwie. Da hatte ich aber vorhin auch einen Hänger, ey. Aber, na gut. Mal sehen, woran das liegt. Sonst funktioniert alles einfach. Ich gucke ja nicht aufs Handy, ich gucke immer auf dem Bildschirm. Da kommt es ja sowieso nochmal so ein paar Millisekunden verzögert an und ja. Ich bin 8. und setze noch einen Kugel wieder ein. Okay. Es wird nichts mehr. 5 weiter. Auf Ehre. Na, ich würde letzter sein. Der Gamers Only wird. Ja, ich bin letzter. Verdammt! Wir hätten dein Video zuerst aufnehmen sollen, mein Gamers Only wirkt. Anscheinend, ja. Aber okay. Feuerbruder, ey. Ja gut, zweites Rennen wieder an dich, aber immerhin noch, wir können es immer noch regeln, Leute. Wir können immer noch einen Ausgleich oder jetzt immer noch einen Sieg einholen. Wenn jetzt es zum 3. Mal gewinnt, dann nicht mehr. Dann ist nur der Ausgleich drin, ne? Und ihr seht auch unten dieser Ladebildschirm, der ist jetzt auch neu mit den Münzen. Ich glaube, so kann man auch... Das ist aber eine nette Animation, finde ich. Ja, ich weiß nicht, ob man da mit Münzen farmen kann, das weiß ich nicht. Das werden wir gleich herausfinden.
Aber ich könnte glauben, dass man damit wirklich Münzen farmen könnte. Vielleicht. Also, das werden wir sehen, Leute. Ob das stimmt oder nicht. Wenn, dann werden wir euch nächste Woche auf jeden Fall darüber nochmal Bescheid geben. Aber nochmal kurz zurück zum Update. Wie Anubis schon gesagt hat, es gab ein... Ja, geil, ich krieg einen Stern als erstes. Jetzt kommt man nicht mehr zum Reden hier. Im Shop sieht man jetzt auch, wie viele... wie viele Teile man von den Charakteren oder halt Cards hat. Sodass man gucken kann, wie viele man noch kaufen muss für ein Level-Up. Sozusagen. So, jetzt kannst du noch mal gerne was sagen, wenn du es sagen wolltest. Für ein Level-Up, meinst du? Ja, genau, für das Level-Up. Halt. Ich bin Fünfter. Ich bin gerade Erster. War klar. Aber ich kämpfe gerade mit Rosalina, so wie es aussah. Und er gibt mir den Turn on. Aber sieht echt sehr gut aus gerade für mich. Bleibt bei deinem Erster Platz. Dem ich auch gerade die Abkürzung genommen habe, passt das. Ja, natürlich! Ehre! Das Ding war es aber nicht allzu schlimm. Obwohl doch, du bist vor mir. Mit einer 7, naja. Wie kommst du bitte jetzt? Lol. Nein, die Scheiße! Was? Die Scheißsteuerung hat bei mir einfach komplett rumgespackt. Was zum Teufel? Ey, mir wurde in diesem Moment, wo ich ins Ziel gefahren bin, nichts angezeigt. Ich wusste nicht, welcher Platz ich bin. Das ist normal, dass er noch nicht angezeigt wird. Nee, weil wir lagen Kopf an Kopf aneinander. Naja. Wirklich nebeneinander und dann keine Ahnung. Nee, ich brauche einiges zurück. Echt? Ja, die Steuerung. Bei mir war, du bist kurz vom Ziel, also bist du neben mir aufgetaucht und wir sind nebeneinander hergefahren. Echt der Hammer, Alter. Die Steuerung hat bei mir wieder von rechts. Ich wollte rechts fahren, die jetzt mal wieder komplett nach links geschoben. Also, nee, das ist nichts. Ehre. Na gut, was soll man tun? Ich würde sagen, wir warten noch kurz die 30 Sekunden, dann geht's weiter im nächsten Cup. Ach ja. Jetzt kannst du außerdem oben mit den Münzen sehen, ne? Ob du mehr Münzen da hast oder nicht. Das ich hab jetzt entweder das oder das. Ich kann nämlich keine Münzen mehr aufnehmen, von daher kann ich es nicht sagen. Aber ich habe gerade 999 Münzen. Okay. Ja. Ich schreibe nur meine gesamten Münzen auf. Mal sehen, ob das dann mehr wurde, wenn ich den Raum verlasse. Ich kann mir vorstellen, ich weiß es auch natürlich nicht. Das wäre ja krass, wenn du damit einfach Kohle farmen könntest. Kann ich starten? Ja, kannst du starten. Ja, was halt krass ist, halt ein Gimmick dann, ne? Naja. Wobei ich sagen muss, gut, ändert von vorne bis hinten eigentlich für mich nichts. Ja, es wäre schön, wenn man ein paar Münzen farmen könnte, wenn man sich einfach AFK und Lobby stellt. Münzen farmen, jo. Läuft schon. Egal, zweite Runde, beziehungsweise zweiter Cup, viertes Rennen. Ausgleichen kann ich nur noch, glaube. Ich müsste ja jetzt 3-0 stehen. Ja. Naja, steht 3-0. Im ersten Rennen habe ich mich komplett auf was anderes konzentriert, zweites Rennen weiß ich nicht, was da abging. Und im dritten Rennen einfach komplette Steuerungsfehler. Aber na gut. Nee, du warst auch Daisy, ne? Ich bin Daisy, ja. Ja, dann habe ich dich nicht erwischt. Wobei ich es gehofft habe. Ich habe die Ziege erwischt. So, mal gucken. Ich bin natürlich nur Rotze vom Item. Aber naja. Oh. Hat mir jetzt so viel gebracht, Alter. Ja, du bist natürlich direkt vor mir. Ja, aber mit Luck, ne? Menge Luck. Wo kommt die Banane her, fast, ey? Alter!
Und jetzt hätte ich fast mit meiner Banane abgesnipert. Aber nur fast. Ja, danach ist der Mario mit seiner Kugel wieder reingekommen. Naja. Oh, ich bin weg, tschüss. Nein, nein. Ach komm, die Alter, die scheiß Windmühle hat mich jetzt komplett aufgehalten, oder? Und das, mein Freund, ist der Sieg. Oh yeah. Ach komm, was ist denn schon wieder los heute? Ich verstehe es nicht. Beschwer dich nicht, ja? Du weißt warum. Weg und zurück. Ja, ich verstehe trotzdem nicht, was heute los ist. Hä? Ich war doch... Ich kann dazu einfach nichts mehr sagen, weil das einfach nur fucking Betrug bei mir ist dann. Vor allem... gut, die ersten zwei Rennen... könnte meine Schuld sein, dass ich da verloren habe, ja, weil ich mich auf was anderes konzentriert habe, das sehe ich ein. Ah, das dritte und vierte, ja, das kann man schon auf... Das dritte auf jeden Fall auf Steuerung, Fehler. Also wurde ich betrogen. Und das vierte, ja, mal sehen. Wahrscheinlich auch so ein bisschen meine Schuld, aber ein bisschen auch vom Spiel wieder. Weil ich mich einfach wieder dahin gekickt habe, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Kann das eigentlich sein, dass das Spiel dir auch mittlerweile in jeder Strecke deinen höchsten, bisher höchsten Rekord anzeigt? Darauf habe ich noch nicht geachtet. Ja, ich habe es gerade gesehen, bisheriger Rekord, und da stand 16.000, und das war das einzige Mal, dass ich da jemals so 16.000 um den Dreh erreicht habe, deswegen... Vielleicht ist es aber auch, wenn du die Strecke schon mal euch mal gefahren bist, das weißt du. Ja, ja, meine ich ja. Ach, meine eigene Banane, ich werf die nach vorne, die bleibt hängen und ich fahre selber rein. Nice. Egal, ich habe den Gesamtsieg. Kann nur noch zweimal gewinnen, also ist mir das auch egal. Ja, ich hoffe, dass ich wenigstens noch die zweimal gewinne, wenigstens. Danke für den Blitz, den habe ich mir nicht gedodged. Womit? Mit einem Stern. Echt? Ja, ich hatte dreimal Banane, habe einen Stern dafür gekriegt dann. Mies. Was denkst du, warum da jetzt so viele Bananen auf der Strecke liegen? Mies, 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 du Hacker. Ja, ich weiß, ich hacke gerne. Kappa. Nee, in die Banane von dir fahre ich nicht rein. Na, ja, dafür ist der Baby Mario reingefahren. Ha, die Grüne von dir hat mich nicht getroffen. Mann, hast du aber wieder trotzdem Vorsprung, ey. Das ist der Wahnsinn. Definitiv. Wenn es dann Wahnsinn. Einmal für Maschine läuft, ne? Läuft's aber richtig. Und ich habe Stern. Hängen über meine Bananen rum. Aber der Stern bringt mir gerade gefühlt nix. Hast du einen Münzstern oder was? Ja, ja. Na, okay, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich glaube, das ist der lächerlichste Stern. Ach, Ficken, Alter. Ja. Nein! Ja, ich hatte noch eine zweite rote, aber ja, okay. Ja, ich bin hängen geblieben. Okay. Bin in einer deiner Bananen gefahren. Egal, Gesamtsieg. Ja, hab ich wenigstens habe ich den Punkt jetzt noch. Ja, Ehrenpunkt. Aus Mitleid, geschenkt. Vielleicht krieg ich ja noch den zweiten Punkt. Mal sehen. Ist mir egal. Ja, du kannst egal sein. Ich hab den Gesamtsieg. Ich bin glücklich. Nice. Kann ich einfach nochmal von vorne starten? Nee, natürlich nicht. Ja, ich verliere da einmal und er will direkt die Aufnahme von vorne starten. Als nächstes haut er noch raus. Ich habe die Aufnahme gar nicht gestartet. Ich sehe das erst jetzt. Tut mir aber leid. Oh nee, die Aufnahme läuft beide und trotzdem noch gut. Ja, was auch tatsächlich sehr gut ist momentan. Also die Aufnahme bricht weder ab und sonst noch was. Ja, aber du kennst doch diesen einen Freund, den du hast. Du darfst bei Street Fighter... Real Talk, ich hatte so einen Freund. Obwohl, er war nicht mal ein Freund von mir. Das war so eine richtige Asi-Familie bei mir ums damalige Eck. Und der hatte aber so ein Super Nintendo. Und bei dem war ich einmal zu Besuch. Und der kam dann damit ran, yo, lass Street Fighter spielen. Ja,
Und dann sagte er zu mir, den und den Trip darfst du nicht ausführen, das darfst du nicht machen. Das wären seine Regeln oder so. Ich wollte die Challenge aber gewinnen. Wenn ich dann aber den Move trotzdem bringe, 3 Straftritte oder was, weißt du? Und gefühlt jeder hat so einen Freund, der so einen Scheiß bringt. Wow. Nee, ja. Das ist so, wie du einfach sagst, ich mir in Mario Party, du musst auf Nein drücken, um den Scheißstern zu bekommen. So einfach zu verarschen dann. Also, okay, mach ich nicht. Obwohl jeder weiß, ich will den Stern, also muss ich trotzdem auf Ja drücken. Egal. Ich bin trotzdem relativ gut vorne, kann ich sagen. Ich komme jetzt eigentlich relativ entspannt. Du bist Erster, ne? Ich bin Erster, Ich habe einen relativ großen Vorsprung. Relativ großen. So, das war's auch, ich bin durch. Jo. Noch Banane mitgenommen, aber egal, ich bin durch. Wo was ist schon? Eigentlich meine rote gelandet? Egal, ich bin wieder Zweiter. Irgendwo im Tebukto. Ja. Na ja, gut, passt ja die Woche wieder. Ja, was soll man dazu noch sagen? Schaut mal, der Noob ist vorbei. Er hat natürlich auch ein Video diese Woche wieder hochgeladen. Wie immer, also der Sonntag, wir bringen ja beide einen Part raus. Jo. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche mal sehen, was nächste Woche so schön ins Ei führt. Oder dann magst du sogar ganz normal. Mal sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.